Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Da sind wir wieder. Nach der gestrigen Folge müsste das sein, nach Folge 1. Ich konnte jetzt eine Weile nicht aufnehmen, da in OBS was kaputt gegangen ist. Oder ein Windows-Update OBS zerschossen hat. Nun geht das aber wieder und wir machen dann einfach weiter. Nur mal zur Info, ich synchronisiere gerade nach die ersten 4 Minuten... Oder 5 Minuten, nee, 6 Minuten sind es, habe ich verpasst, dass das Mikrofon gemutet ist. Nun muss ich das also so machen. Wir suchen gerade. Ah, ne, wir wollen mit ihm sprechen. Okay. Was für eine Zeitverschwendung. Schon wieder alles vergessen. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Wer ist denn das eigentlich? Wenn er das schon so erwähnt. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Was machst du eigentlich hier? Komm, drück, drück, drück. Ich weiß nicht, was er sagt. Oder was ich gesagt habe. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Ja, er ist Schriftsteller, das heißt, er will das alles ein bisschen analysieren. Eigentlich gut. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts, sozusagen. Hm. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Also ich finde, das gehört alles dazu. Jeder einzelne Blickwinkel. Ist der Krieg eigentlich schon nach Novigrad gekommen? Das würde mich mal interessieren. Bitte drücken Sie. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Guter Einwurf. Aber ich würde sagen, leb wohl. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein. Hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Nee, hatte ich eigentlich nicht vor. Vor allem... Wir können später spielen. Also wir werden wahrscheinlich später noch spielen, aber ich würde erstmal sagen, nein, danke. Wir haben immer noch die Möglichkeit. Nein, ich habe noch was zu erledigen. Schade. Ich würde ja mit den Leuten hier spielen, aber da die nicht mal bis 10 zählen können, bleiben die Regeln ein Rätsel für sie. Na schön, wenn du es dir überlegst, ich bin hier. Wir werden nochmal kommen. Wir werden nochmal probieren zu spielen. Ganz sicher sogar. So, dann unterhalten wir uns mal mit ihm hier. Guten Tag. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau.
Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Gut, ich trinke was. Nee, das machen wir nicht. Bin ich in Stimmung, würde ich sagen. Und ich verabschiede mich jetzt mal aus der Nachsynchro, denn es geht gleich richtig weiter. Bis demnächst. Tschö. Eigentlich trinke ich nicht mit Fremden. Komm, ich weiß, dass dies ein übler Ort ist. Du könntest der Verdauung zuliebe ein Gläschen trinken. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. So, jetzt ist das Mikro auch mal an. Scheiße. Na gut, dann habe ich halt, muss ich ein bisschen nachsynchronisieren. Hey, gut. Woher kennst du Jen? Das ist eine gute Frage. Warum kennt er seinen, ihren vollen Namen? Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Gerald von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Der weiß alles, ne? Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Ah. Tja, da antwortet er nicht. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Das weiß ich nicht genau, aber ich denke schon, dass es um die Liebe geht. Es ist ja seine Frau, denke ich. So wie ich das mitgekriegt habe in seinem Traum. Oder er will es so, ich weiß es ja nicht. Sagen wir es so. Erraten, es ist die Liebe. Wusste ich gleich. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können... Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und... sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davongeprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Das machen wir. Danke. Dankeschön. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten. Und du bist in der Nähe und kannst helfen. Ich werde mein Bestes geben. Da ist er weg. So, ich mache mal wieder die GUI an. Frage die Nilfgaarder nach, frage die Nilfgaarder? Oder nach Jennifer. Oder nach Nilfgaardea. Oh. Ausgetrunken! Ah, natürlich. Mhm. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Wollen deinesgleichen also nicht? 3-1? Ihr seid tapfer, das stimmt allerdings. Jetzt können wir es aber... Wir können es jetzt eskalieren lassen. Entweder wir fechten den Kampf an oder wir machen das hier. Wir fechten den Kampf an. Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung. 3 von euch haben keine Chance gegen mich. Was? Ich könnte dich allein zerlegen. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal dann. Chat, Lash, zurück! Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Was will der Bauer eigentlich hier? Schlechte Idee. So, jetzt aber Feierabend. Was macht denn er da drin? Komm mal her, komm. Hallo, jetzt schlag dir mal zu. Gut, dass ich die Steuerung weiß. So, jetzt aber. Alter, Alter. Boah. So, jetzt aber. Und ciao, mein Freund. Ah, okay, ich muss noch üben. Ruhig, Plötze. Komm. So, alles ist gut. Dieser hässliche Bauer, ne?
So, dann gehen wir mal vorsichtig. Tja, das lief nicht so wie geplant. Spiel speichern wird automatisch gespeichert. Das ist sehr nett, danke. So. Freude, Markt. Trinkst du ein Gläschen? Halt! Ich heiße jetzt... Entschuldigung. D-E-R-V-A-N. Weiter so, Plätze. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Komm schon. Ja, überall Gespräche hier. Müssen wir das sowieso mal hier alles genauer angucken. Alles so schön detailliert hier. Echt wunderschön gemacht. Das gefällt mir sehr. So, komm Blötze. Ja. Tag, junger Mann. So, hier werden Felder bestellt. Was macht er hier? Ah, er schärft seine Sense. Auch ein sehr schönes Detail. Ah, so viel zu sehen. Ich habe übrigens gemerkt, wenn ich mich sehr schnell bewege, dann wird es umso verpixelter. Also werde ich das ein bisschen unterbinden. Suchst du Ärger? Ich suche nie Ärger. So, dann folgen wir mal dem Weg. Hier werden noch Bären gesammelt. Das ist echt schön hier. Oh. Und eine Windmühle. Da gehe ich mal hin. Schaden kannst du nicht, wenn wir ein bisschen hier erforschen, ne? Also schätze ich mal. Ich denke, wir dürfen hier ja schon sein. Ah, sieht auch abgebrannt aus hier. Steigen wir mal ab. Und gucken uns mal um. Hier gibt es ja bestimmt was zu mitnehmen. Handbeil. Jo, nehmen wir mit. Aus. Hier gehen wir gleich gucken. Alkoholreste, jawohl, nehmen wir alles mit. Eisenerz. Lederstücke. Alchemistenpulver. So, sonst noch etwas? Nein. Alter, er steuert sich so heftig. Müsste es mal, glaube ich, ein bisschen runterstellen. Okay, dann gehen wir mal ins Haus gucken. So, ist jemand zu Hause? Ne, sieht nicht so aus. Aber hier sieht es danach aus, als wäre hier jemand. Warte mal. Okay, ich hoffe, das ist nicht abgeschlossen. Ich möchte gerne schon hier rein. Obwohl, ich weiß nicht, was da lauert. Oh, das wollte ich nicht. Können wir hier schlagen? Kann ich... Was kann ich denn machen? So. Kann ich mein Schwert zücken und dann schlagen? Ja, das geht. Geil. Oh, eine Schatzkammer. Egan-Schuhe, ein Ohren. Haben wir wenigstens ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, wie viel er dabei hat. Abgeschlossen. Hallo? Harz, kleiner... Das Bock-Runenstein. Ein Schema. Bringe Schemas zu Handwerkern mit den entsprechenden Fähigkeiten, damit sie Gegenstände für dich machen. Okay. Rausgerissene Seite, Stiefel und nochmal Ohren. Gut. Und nochmal Ohren. Rausgerissene Seite. Ist das was zum Lesen? Muss ich mal gleich gucken. Und vor allem, wo ist, Hallo? Hallo? Ich möchte gerne da hoch. Danke. Hey. Alter, jetzt mach doch mal die Latte da weg. So, jetzt. Finden wir hier noch was? Nope, scheint nicht so. Ich glaube, dann ist der Schlüssel irgendwo, wo wir nach ihm suchen müssen. Vielleicht hier draußen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch hier drin. Aber hier ist nichts. Da steht noch ein Sack. Ziegenhaut. Und auf das Ding kommen wir ja nicht, da ist ja der Eingang verschüttet hier. Leider. Und dann gehen wir mal weiter.
Blötze. So, ich glaube, wir können... Okay, wir müssen da unten lang. Kannst das Schwert mal wieder wegstecken? Danke. So, dann gehen wir mal da lang. Oh, Friedhof, okay. Ich bin mal vorsichtig. Los, lauf! Schrei doch noch lauter. Friedhof von Weißgarten. Ah. Wer oder was steht da? Los, los. Magie. Ein Ort der Macht. Ach, das ist ein Stein. Okay. Ein Ort der Macht, okay. Achtung! Die Zahl links von den Gesundheitsbalken als Gegner steht für seine Stufe. Wenn die Zahl rot ist oder ein Totenkopf angezeigt wird, dann ist der Gegner viel stärker als du. In solchen Fällen solltest du umkehren. So, Entschuldigung, ich muss da mal reinquatschen. Ich bin so ein Vollhonk, ne? Da steht, in solchen Fällen solltest du umkehren, dich angemessen ausrüsten und ein paar Stufen aufsteigen, ehe du diesen Gegner, gegen diesen Gegner antrittst. Was mache ich? Ich versuche einfach weiter zu kämpfen. Ich sollte mal besser lesen, aber das bringst du mir nicht mehr bei. Entschuldigung, es tut mir leid. Weiter geht's. Jetzt, na gut. Nicht schlecht. Ach nee, nicht sowas. Toll, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, ich brauche, magische Falle, glaube ich. Okay, okay. Das lief schon mal ganz gut. Die brauchen wir nämlich, diese magische Falle. Sonst können wir das nämlich nicht... Scheiße, das lädt sich auch noch auf, das Viech. Flucht aus dem Kampf. Ja. Ich muss ja hier irgendwie... Okay, ich muss ja weg. Das schaffe ich nicht. Hä, wie soll ich denn das hinkriegen? Ich bin völlig überfordert mit allem. Der Fug. Die ist viel zu stark. Aber ich hatte sie eigentlich fast. Aber sie geht ja dann immer wieder raus aus dem Kreis. Und das Ding hat ja auch einen Cooldown, dieser Schild. Und ich kann nicht kämpfen. Nein! Das ist ein bisschen doof. So, lädt mal schneller. War nett, euch zu treffen. Nee. Mäh. Okay, Plötze. Komm her. Ja, Spiel speichern, danke. Sorry, ich wollte dich nicht schlagen. Alter, Plötze. Plötze. Hä? Jetzt stehen die wieder, oder was? Okay. Naja, ich lasse sie mal. Toll. Super. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Seufz. Okay, das nächste Mal speichern. Okay, ich geb mal hier Sporen. Wird jetzt ein bisschen pixelig für euch. Aber sonst kommen wir ja nie an. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie was Spezielles an Rüstung anlegen soll. Oder ob das nicht nötig ist. Oder ob ich mich einfach nur doof anstelle. Wahrscheinlich ist es das Letzte. Muss ich auch dieses Beil nehmen? Oder ich habe das falsche Schwert benutzt? Ich weiß gerade nämlich nicht, welches... Nein! Welches Schwert ich, für das Viech nehmen muss. Das schaue ich am besten vielleicht mal jetzt nach. Pass mal auf.
Kampf. Starker Angriff. Wo steht denn das mit dem Y gedrückt halten? Okay, LT gedrückt um ein. Wo steht denn das mit dem Waffen? Schwerter ziehen. Silberschwerter ziehen. Ja, aber ich würde gerne wissen, für was nochmal was ist. Und was mein Silberschwert ist. Und was mein Stahlschwert ist da und Silber da. Ob ich mir das merken kann, weiß ich nicht. Okay. Gehen wir nochmal looten. Tut mir leid, das müssen wir nochmal machen. Gehört dazu. Ich werde dann gleich speichern. So. Okay, dann gehen wir nochmal da unten rein. Holen das Geld. Upsa. Lass ich mal da runter. Danke. So, einmal kurz hier durch. Das nehme ich alles sehr gerne. Hallo. Boah, Geralt. So, loot, loot, loot. Raus hier diese Seite. Ich glaube, die müssen wir noch lesen. So, hüpf. Und hoch da. Und dann gehen wir weiter. Am besten ich speichere hier nochmal. Nein, ich habe was gegessen. Verdammt, das wollte ich nicht. Wo kann ich speichern? Ist das Meditieren, das Speichern? Wie kann ich denn speichern? Muss ich das dann hier machen? Spiel speichern. Kannst dein Spiel jetzt nicht speichern. Okay. Gut. Dann reiten wir mal nochmal da runter. Muss ja die Möglichkeit bestehen, dass wir das hinkriegen. Ich weiß bloß nicht. So, Plötze. Also das Silberschwert ist das und das Stahlschwert ist das, ne? Ich weiß nicht, was besser ist. Wenn wir mal die Hexer sehen, wo sind die? Hier. Aber das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Na, toll. Warte mal, bevor ich da hingehe. Inventar. Ich schau mal ganz kurz. Ausrüstung. Hier sind andere Gegenstände, die sich aktuell in deinem Besitz finden. Ah, ja. Ja. Charakter. Mhm. Vergiftung 0. Vitalität voll. Okay. Ja, 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 ja. Das weiß ich alles. Ja. 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 Ich möchte ganz kurz hier. Sind die Handschuhe besser? Rüstung plus 2. Rüstung plus 2. Benötigt Stufe 1. Ich weiß nicht, was es. Okay, ich glaube, das ist besser. Vorschau verlassen, ausrüsten. Das haben wir ausgerüstet. Ne? Und das hier. Im Gegensatz zu meinen. Kann ich das vergleichen? Ich glaube, das ist besser, ne? Ich glaube es zumindest. Ich kenne mich ja noch nicht so aus. Fackel. Runenstein. Kann ich die auch ausrüsten? Für diese Verbesserung brauchst du einen Gegenstand mit passender freier Fassung. Ah, okay. Das wusste ich nicht, dass es das auch noch gibt. Oh Gott im Himmel. Gut. Das wollte ich jetzt mal ausrüsten. Das hilft mir vielleicht ein bisschen. Also, normaler Angriff. Schwerer Angriff. Ich wähle schon mal das Jirden aus. Und speichere, glaube ich, nochmal. Magische Falle. Und dann speichere ich nochmal. So, okay. Let's do this. Zeig mir, was du zu bieten hast. So.
Alter, jetzt. Geh da rein. Jetzt mach den Angriff. Nein! Verdammt. Das ist schwierig. Flucht aus dem Kampf. Ja. Und dann weicht das Viech auch noch aus, Alter. Wie scheiße ist das denn? Wie soll ich denn das hinkriegen? Guck mal, das weicht aus. Was soll ich machen? Schaffe ich das überhaupt? Oder muss ich einfach hier weiter? Habe ich dem überhaupt Schaden jetzt gemacht? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt das richtige Schwert oder nicht benutzt habe. Das ist das Problem, ich kenne hier noch nichts. Ich weiß nichts. Aber wir haben ja gespeichert. So, was? Mann. Pass mal auf, ich benutze mal das andere Schwert. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Ich probiere es jetzt nochmal. So, komm mal her. Guck mal! Wie soll ich denn das hinkriegen? Und dann wickelt er sich da immer raus. Alte Sau. Guck mal! Ich treffe den nicht. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Guck mal, dann weiche ich das immer da raus aus diesem Kreis. Was soll ich denn tun? Ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas von keine Ahnung. Komm mal rein! Mein Gott! Ich kriege es einfach nicht hin. Guck mal, der hielt sich einfach wieder voll. Die Sau. Jetzt habe ich ihn festgepackt. Aber das Schwert bringt auch irgendwie nichts. Ja. Okay. Ich glaube, wir schauen in der nächsten Folge, dass wir das hinkriegen. Bis dann. Thank you.